Willkommen zurück zu Pokémon Leuchtende Perle. Wir sind hier im Wahrheitsufer, denn Team Galactic ist hier und macht, was sie wollen. Ich befördere dich und deine Pokémon in die Erdumlaufbahn. Wir bekommen einen ordentlichen Bonus, wenn diese Mission ein Erfolg wird. Oh mein Gott. In der letzten Folge, falls ihr es nicht gesehen habt, die haben einfach eine Bombe explodieren lassen. Alle Pokémon im See lagen da einfach rum und konnten nicht mehr atmen. Und ich weiß nicht, warum sie das tun. Sie meinen, das ist für das Bessere, dass sie das tun, aber ich werde ihnen das in keinem Universum abkaufen. Niemals, nie. Das ist krank, was die hier tun. So, Tricky kann mal wieder rein. Kann ich euch alle abfackeln, damit ihr mir nicht mehr im Weg steht? Gott. Wie wird das nur weitergehen, das Ganze? Machen wir weiter und finden wir das einfach heraus, würde ich sagen. So, Schnurgast ist schon fast Level 40, damit wir alle im 40er Bereich sind. Das ist ziemlich nützlich, kann man sagen. Tiefschlag, aua. Das tat weh. Aber Charmin ist jetzt sowieso weg. Hau ab. Das sind die letzten Rüpel, glaube ich. Da oben sieht es schon so aus, als wäre da ein Commander. Man konnte schon ein bisschen so um die Ecke lunzen und hat man schon ein bisschen gesehen, dass da irgendwas abgeht. Was? Flammenschild geht auf alle? Okay, dann setze ich Fußkick ein. Das wusste ich nicht, dass Flammensturm auf alle geht. Bam. Volltreffer gelandet. Nice. Mann, du bist so lieb. Toll. Zack. Du bist weg. Ciao. Level 40. Noch ein Charmian. Aha. Die haben immer die gleichen Pokémon. Es ist immer langweiliger, gegen euch zu kämpfen. Fußkick, bam. Let's go, weiter so. Und Stütze ab. Bam. In meinem Kopf gibt es auch eine Umlaufbahn. Alles dreht sich im Kreis. Ich bin untröstlich. Das Pokémon dieses Sees wurde schon in unser Hauptquartier nach Schleide gebracht. Ein Kind wie du kann sowieso nichts ausrichten. Es ist ohnehin bereits zu spät dafür. Was? Ich will, dass Team Galactic an Macht gewinnt. Das ist alles, was zählt. Mein Gott, was geht dir denn bitte ab? Du bist es. Dein Anblick weckt schlimme Erinnerungen. Ich meine den Vorfall beim Windkraftwerk. Deinetwegen habe ich eine ganze Menge Ärger bekommen. Was siehst du mich denn so verwundert an? Du erinnerst dich doch an mich, oder etwa nicht? Pah, dann will ich deinem Gedächtnis mal ein wenig auf die Sprünge helfen. Ich bin Mars, ein Commander von Team Galactic, stark und wunderschön zugleich. Was hast du hier zu suchen? Willst du etwa die Heldin spielen und deinen Freund retten? Also so ist das nicht. Wir sind nur Kumpel. Das ist, dass ich nicht lache. Keine Chance. Dir werde ich es schon zeigen. Ja, und der stand einfach nur so rum. Hat so mit ihm geredet, so ganz casually, okay. Alles klar. Ja, also Mars finde ich eigentlich am coolsten. Oder am besten von den ganzen Commanders. Sie mag ich am meisten. Bam, war sie das nicht sogar mit dem Schnurgas? Hatte sie das nicht oder hatte sie, die Weiterentwicklung von Skunkaboo? Irgendwie so war das doch, oder? Und ich glaube, ich switch mal raus, weil ich auf diesen Kampf nicht so viel Lust habe. Ich habe halt nur eine Psycho-Attacke hier in meinem ganzen Team. Ist nicht gerade sinnvoll. Oder was? Ist nicht hilfreich, besser gesagt. Muss ich ein bisschen was gegen tun. Ein Crit. Oh, natürlich Vergiftung. Och man. War ja klar. Egal, komm, Süßstrahl, dann solltest du down sein. Die hat nur drei Pokémon. So wie der Arena-Leiter.
Irgendwie traurig, dass alle Trainer irgendwie nur so, also alle großen, wichtigen Trainer, nur so drei Pokémon haben. Ich weiß auch nicht. Ich weiß auch nicht, was da los ist, Leute. Seltsame Sache, aber hey, sie hat dazugelernt. Wir hatten sie zuletzt, glaube ich, im Windkraftwerk gesehen. Ich meine, da war sie. Also, das waren 5 Orden vorher. Hat ein bisschen gedauert, bis wir sie wieder sehen, aber jetzt sehen wir sie wieder. Abgesang, ja Mann! Wer diese Musik hört, wird nach 3 Runden besiegt. Rettung ist durch den Eintausch eines neuen Pokémon möglich. Aber Abgesang ist nice, weil man ein Pokémon mit sich nehmen will, den Toad. Und eigentlich hätte ich das gerne, aber... Horrorblick will ich behalten. Wir werden Horrorblick definitiv noch gebrauchen können. Das ist halt das Ding. Ich kann nichts aufgeben. Das ist so blöd. Ich möchte Abgesang behalten, aber ich kann es nicht behalten. Ach, vielleicht kann ich es später nochmal neu erlernen. Jetzt gerade kann ich es nicht bekommen. Ist gerade schlecht. Ich muss meine Attacken behalten, um Chancen zu haben. Bronze! Oh, ich könnte drin bleiben, aber kann ich nicht, weil ich sterbe. Ah, komm, Tricky, du machst das einfach. Du hast gut gekämpft, Raunfugil. Aber jetzt musst du abgelöst werden. Du liegst mit dem halben Bein schon im Grab. Du bist schon weg. Heißer Fleck. Was für ein letztes Pokémon hast du? Schon wieder Bronze, ne? Schon wieder. Was ist dein Pokémon? Ja, es war doch Schnurgast. Sie war das mit dem Schnurgast. Tja, ich habe mir dein Pokémon angeschaut und wollte es selber haben. Dabei habe ich voll vergessen, dass sie einen Schnurgast hatte. Hatte sie damals schon Schnurgast oder noch einen Charmian? Ich wette, sie hatte damals schon Schnurgast, aber gecheatet. Mit so einem ganz niedrigen Level. Das macht man gerne, das machen die gerne bei Pokémon. Dass so die krassen Trainer ein voll entwickeltes Pokémon haben, aber das ist irgendwie so Level 15 oder so, was es eigentlich noch gar nicht sein kann. Das machen die gerne. Und ich denke irgendwie immer bei Fußkick, dass er zweimal angreift, aber das war eine andere Attacke. Doppelkick oder so. Bam! Wie sich immer so im Kreis dreht. Keine richtige Animation, einfach nur so. Beutel kurz drehen. Hat irgendwie angegriffen. Hat schon gepasst, naja. Flammenwurf! Starke Feuerattacke, durch die das Ziel eventuell Verbrennungen erleidet. Flammensturm ist in dem her besser, dass es alle um sich rum angreift. Aber Flammenwurf ist ein kleines Stück besser. Und ihr wisst, ich mag meine Damage-Ups. Und ja, warum nicht? Außerdem, Flammensturm greift alle an, auch mein Partner, deshalb, nee. Flammenwurf ist eine richtig nice Attacke. Immer und immer wieder! Tja, haha. Ich habe schon wieder gegen dich verloren. Zuerst beim Windkraftwerk und jetzt hier am See der Wahrheit. Einem Commander von Team Galactic darfst du einen Fehler nicht zweimal unterlaufen. Beruhig dich, Max. Deine Mission war es, das Pokémon aus dem See zum Hauptquartier zu bringen. Und diese Mission war ein voller Erfolg. Jawohl, ganz genau. Leute, wir ziehen uns zurück. Der Boss erwartet uns bereits im Hauptquartier. Die Pokémon der 3 Seen sind auf irgendeine Art und Weise miteinander verbunden. Saturn hat es am See der Kühnheit so richtig krachen lassen und irgendwie erschien dadurch diese Höhle, in der das Pokémon Vesprit schlief. Vesprit ist bestimmt erwacht, um seinen Freunden zu helfen. Das hat uns die Arbeit wesentlich erleichtert. Jetzt haben wir alle 3 in unserer Gewalt. Vesprit, das fühlende Wesen, Turbutz, das starke Wesen, sowie Selfe, das wissende Wesen. Ihr könnt euch überhaupt nicht vorstellen, was Team Galactic für euch vorbereitet hat. Aha. Verstehe. Team Galactic hat also auch das legendäre Pokémon vom See der Kühnheit entführt. Ihr beide habt es mit einer Gruppe skrupelloser Krimineller aufgenommen. Ein Glück, dass ihr unbeschadet davongekommen seid. Doch was ist mit dem See der Stärke? Ob Patrick in Sicherheit ist? Ah nee, Lucius war hier bei diesem See. See der Stärke. Da waren wir noch nie. Wie kommen wir denn dahin? Karte sagt, es ist da ganz oben. Da ganz oben in Blizzach. Ich soll durch den ganzen kalten Schnee durch. Okay. Da sollte ich mich niemals nochmal schnell warm anziehen für.
Ich habe mich für die Situation mal warm angezogen und hier nach Alices geflogen, um von hier aus, ich kann mal die Karte zeigen, nach links zu gehen. Ich denke, das ist der beste Weg. Wir müssen in den Kraterberg hinauf, um dann zum Schneegebiet zu kommen. Da ist der letzte See, wo wir helfen sollen. Wenn Patrick das geschafft hat, dann schaffe ich das sicherlich auch. Haben wir die schon besiegt? Nein, haben wir nicht. Oh. Ich nehme mein Nocktu überall hin mit. Nock hast. Was? Nock hast du nicht gewonnen. Hehe. Achso. Oh, ja. Ja, okay. Habe ich verstanden. Wie findet ihr mein Outfit? Das ist das Platin-Outfit. Das kriegt ihr nur noch bis. Ich meine, irgendwie nur so noch bis Februar oder so. Also, wer das Spiel noch nicht hat, soll er sich jetzt mal langsam überlegen, falls er dieses Outfit unbedingt haben möchte. Außerdem, nicht nur das Outfit geht weg, sondern auch mein Abfi. Das mein Abfi kriegt man dann auch nicht mehr. Nie wieder. Ich meine, ich denke schon sowieso, dass die meisten Leute das mein Abfi mittlerweile haben, aber. Oder allgemein das Platin-Outfit. Ich denke mal, die Leute, die es haben wollen, haben sich jetzt sowieso das Spiel schon geholt. Aber trotzdem, für den Fall, solltet ihr es lieber jetzt holen, ansonsten kriegt ihr es nie wieder. Und ganz ehrlich, ich mag das Platin-Outfit so viel lieber als das normale Outfit hier aus Diamant und Perl. Ich finde allgemein die Platin-Protagonist-Designs, oder die Trainer-Designs, wie auch immer, viel besser als die aus Diamant und Perl. Außerdem sind wir warm angezogen. Nicht ganz warm angezogen, ja, aber es ist kuschelig. Wir haben unser Bestes gegeben. Das ist es, was zählt, oder? Ja, schon. An kalten Tagen hält mich mein Noctu warm. Ja, das ist doch schön. Okay. Ich weiß nicht, ob da unten Trainer sind. Du bist ein Trainer, ja. Auf meiner Suche nach Ruinen habe ich einen Trainer entdeckt. Dem muss ich nachgehen. Ey! Was willst du von mir? Komischer Kauz, du. Oh Gott, er will kämpfen. Er schmeißt einen Pokéball und da kommt ein Spiegel aus. Ob wir jemals einen Bronzong sehen werden, die Weiterentwicklung von Bronzel? Ich bezweifle es. Irgendwie kein einziger Trainer will es haben. Bronze ist ein cooles Pokémon, aber nein, entwickeln, das möchte ich nicht. Es soll für immer der kleine Spiegel bleiben. Es soll sich niemals zur Glocke entwickeln. Und frag mich nicht, warum sich Bronze ein Spiegel zu einer Glocke entwickelt. Keine Ahnung, Mann. Ich frag mich das nicht. Keine Ahnung. Bam. Ciao. Das war der Kampf. Heftig. Ich kann mich an diesen Ort ziemlich gut aus dem Grund erinnern, weil ich hier in Nuzlocke ziemlich Probleme habe. Wegen den hohen Level, die Trainer hier haben. Meine Nachforschungen haben ergeben, dass es sich um einen starken Trainer handelt. Also, Randomizer Nuzlocke meine ich. Alice ist ein sehr alter Ort. Dort finde ich bestimmt etwas Interessantes. Kann sein. Ich bin stark! 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 Wirklich? Ja, ich bin stark! Ich bin stark! Okay, jetzt bin ich bereit. Ah, hast du mich wohl erschreckt? Du wirst gleich verstehen, was ich hier gemacht habe, wenn du diese TMs gesehen hast. TM 77. Aha. Ich werde es dir ganz ohne Fachsimpelei erklären. Nehmen wir mal an, dein Gegner verwendet Härtner und erhöht so seine Verteidigung. Wenn dein Pokémon dann Psycho Plus einsetzt, erhält seine Verteidigung den gleichen Schub wie der des Gegners. Ah. Okay. Ich werde es wahrscheinlich nicht benutzen, aber für die, die es interessiert, hier kriegt man das. Hi, du willst auch noch kämpfen? Aber sowas von, auf geht's, ich kann es kaum erwarten. Let's go! Du, was hast du denn so? Oh, drei Pokémon, oh Gott. Jetzt geht's los hier, Libunke. Du, immer noch nicht entwickelt. Wir hatten schon einen Toxicroak gesehen, aber nur mal ganz kurz. Immer noch Libunke überall. Ich werde Schnurgas nicht mehr so lange vorne halten. Nur noch für ein, zwei Level-Ups und danach tue ich jemand anderen nach vorne. So jemanden wie Scorpio zum Beispiel. Traumvogel wird jetzt auch nicht mehr so krass reinziehen in die Kämpfe, weil ich erstmal warten will, bis ich sie entwickeln kann. Und Mashok existiert.
Also, ich möchte wirklich mal wissen, wie oft habe ich Panikorn besiegt, wie oft habe ich Mashok besiegt, wie oft habe ich das Pokémon besiegt, das am öftesten auftauchte, natürlich Zubat. Oder sonst irgendwer. Das wäre schon interessant. Das ist jetzt mies, mein Pokémon ist down gegangen, ich muss gleich mal wieder zurückrennen, um mein Pokémon zu heilen. Habe ich gerade gesagt, ich will Traunfuge nicht mehr so oft benutzen, bis es sich entwickelt? Naja, ich benutze es anscheinend trotzdem. Aber ich sehe gerade, wir werden schon langsam Level 50. Für die es nicht wissen, das maximale Level von einem Pokémon ist Level 100. Und ich bin schon fast Level 50 mit einem Pokémon. Wieso konnte ich nur nicht gewinnen? Weil du nur Kampf-Pokémon hast und die nicht so krass so gut waren. Ich schätze, ich sollte zur Abwechslung mal erfolgreiche Techniken studieren. Das wäre auch eine Idee, auf jeden Fall. Kurz mit dem Fahrrad rüber, das geht ein paar Sekunden schneller, außer ich verfahre mich, so wie jetzt gerade. Ja, ich hasse das. Man kann das Fahrrad auf zwei verschiedene Modi einstellen, entweder ein klein bisschen schneller, als wenn du gehst, oder super schnell. Ich habe es dann immer auf super schnell, weil sonst würde ich es nicht rausnehmen wollen. Und ja, da passiert halt sowas manchmal, dass man überall hängen bleibt. Vor allem, weil das einfach so eine 3D-Dimension hier ist. Alles 3D, ich kann mich schräg bewegen und alles. Und ich mag das übrigens, das will man so nebenbei anmerken, ich mag das überhaupt nicht, dass die Pokémon so viel langsamer sind als der Trainer selbst. Sie hängen immer so weit hinter einem her. Das war im Original nicht so. Und hier ist ein Ninja, habe ich gerade gesehen. Hi. Schnelligkeit ist die beste Waffe eines Ninjas. Kannst du mit mir mithalten? Kleiner Funfact. Schnurgast ist eins der schnellsten Pokémon, die existieren. Komplett, die existieren in den Top 3 der schnellsten Pokémon, glaube ich, ist es sogar. Schnurgast, das, was ich gerade vor mir habe. Diese fette Katze ist super schnell. Es fängt immer an. Kleiner Funfact für euch. Das ist auf jeden Fall ein Grund dafür, es ins Team zu tun. Weil es so verdammt schnell ist. Ja. Dann machen wir jetzt noch eben schnell diese Route durch und dann können wir endlich in den Kraterberg. Dort können wir dann nach oben entlang. Irgendwo ins Schneegebiet. Wahrscheinlich den Berg hinauf, vermute ich mal. Irgendwo oben auf dem Berg sind wahrscheinlich das. Oder die Karte zeigt nach Norden und nicht nach oben. Das kann auch sein. Weiß gar nicht mehr. Irgendwie so war das auf jeden Fall. Ich hatte mich da so gut versteckt. Haha, XD. Am besten lauere ich schwächeren Trainern auf. Ja, aber du hast ja gesehen, ich bin nicht schwach. Tipps für Trainer. Sie hatten schon lange nicht mehr. Selbst Veteranen können sich im Kraterberg verirren. Trainer sollten genügend Items und Medizin dabei haben, wenn sie den Berg in Angriff nehmen. Na ja, gut, also ich habe so gut wie gar nichts mehr zum Heilen. Aber meine Pokémon sind ja super hoch gelevelt. Okay, ist nichts mehr. War ich mir nicht sicher. Deshalb denke ich, ich krieg das schon hin. Route 211 zum Kraterberg. Und jetzt, wo wir Stärke haben, können wir hier durch. Ja, los. Bam, 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 bam. Ein Teil die Sekunde. Warum denn auch nicht? Ich meine, hier gibt es auch viele verschiedene Wege, die man nehmen kann, aber ich versuche mal den richtigen zu nehmen, weil der Rest ist nur für Items und gut, bei der Eisenlitz habe ich das genaue Gegenteil gemacht, aber ich weiß nicht, ich habe gerade einfach keinen Bock. Einfach keinen Bock. Und ich glaube, ich gehe gerade genau diesen falschen Weg. Ich brauche mal kurz auflockern, wenn das okay ist. Wo war denn das? Ja. Ja, Staraptor, was sich hier in der Höhle versteckt hat. Hilf mir mal, danke. Oh, ich glaube, ich weiß, wo wir sind. Das, hier geht es nicht weiter, aber hier gibt es was anderes. Naja. Sternstaub, okay. Oh Gott, ich hätte wirklich einkaufen gehen sollen. Ich glaube, ich gehe nochmal raus und hole mir ganz viele Tränke und Schutz. Weil kommen unzählige an wilden Pokémon und naja, vielleicht kann ich ja doch mal ein oder andere Heilung brauchen, ich weiß ja nicht. Ja.
Ja, soll ich euch mal erzählen, was man hier finden kann? Hier in diesem Meer, in diesem Wasser, kann man, wenn man angelt, einen Barsch finden. Aber es ist das seltenste Pokémon von allen. Also wirklich, das ist wirklich das allerseltenste Pokémon, was man hier finden kann im Spiel. Weil es so winzige Prozentchancen hat überall. Und das kann ja auch nur an bestimmten Orten hier auftauchen. Ich weiß nicht mehr wo, aber an nur bestimmten Orten. Das ist so kacke. Irgendwann, weil, oh, Lichthelm, okay. Nicht Leben, meine ich. Irgendwann muss ich es machen, wenn ich den Pokédex voll machen will, und das will ich ja. Aber jetzt das erste, hau ich hier gleich mal ab. Ich möchte nur noch ein bisschen erkunden, weil da oben habe ich einen Pokéball gesehen, aber ich weiß nicht, ob wir da schon hin können. Muss ich mal schauen. Ich spam hier alles weg. Auch wenn es nichts bringt, ich hämmer trotzdem auf die Knöpfe, weil jetzt gäbe es keinen Morgen. Ich will hier einfach nur weg. Hier ist ein Item, das können wir uns so schnell schnappen. Dann setze ich Flusszeit ein. Gehe ich kurz großen Haul machen, großen Bummel-Einkauf. Und dann sehen wir uns wieder am Anfang des Kraterbergs. Ja. So sieht's aus. Naja, Heilstein. Top Elixier. Nice. Und jetzt spinnen wir im Kreis herum. Ach hier, guck mal hier, die Tasche. Die ist jetzt weiß. Und so anders geformt. Ja. Let's go. You spin me right round. So, ein paar Items habe ich mir jetzt gekauft, aber ich war immer noch ein bisschen, ja, wie könnte man sagen, ein bisschen geizig. Ich habe mir jetzt nur ein paar Supertränke gekauft und ein paar Topschutz. Ein paar Sprühdosen Topschutz. Hier sind sie. 10 Stück habe ich mir gekauft. Das sind ja auch die Top-Schütze, die sollten tippitoppi funktionieren. Hoffentlich tun sie das auch. Ich möchte jetzt gerne hier lang. Denn ich glaube, hier ist der richtige Weg, hier zwischen den ganzen Steinen. Wir können nur die, ja, diese ganz braunen, kaputt aussehenden Steine kaputt machen. Oh, hier geht es nicht lang. Oh, dann geht es nach unten, nach links. Und dann wahrscheinlich nach oben oder so. Okay, hier ist alles nur Bonus. Sonderbonbon ist trotzdem sehr, sehr gut, sollte man immer mitnehmen. Es gibt keinen Grund, einen Sonderbonbon liegen zu lassen. Es gab noch nie einen Grund. Fluchtseil habe ich ja vorhin verschwendet, deshalb danke, dass ich das nochmal hier finden kann. Achso, ja, ich habe ja schon. Gehen wir mal nach hier unten. Ich weiß nicht, ob hier eine Abkürzung ist oder sonst irgendwas. Ich weiß es gerade nicht. Okay, jetzt habe ich es mir vergeigt, egal. Das ist, um eine Abkürzung wieder hier hinzukommen. Wahrscheinlich von der anderen Seite vom Kraterberg. Man kann ja auch von links, also der ersten Orte, irgendwie, ich glaube von der zweiten Arena-Stadt kann man ja auch in den Kraterberg rein. Hier ist Steinpolitur, falls man drauf Bock hat. Ich habe darauf keinen wirklichen Bock. Und hier ist richtig. Okay, gut. Hier ist richtig. Oder? Nein, ist es nicht. Das ist genau der Eingang, von dem ich geredet habe. Nein. Ernsthaft? Habe ich mich verlaufen? Ich dachte, hier wäre richtig, weil hier ein Ausgang ist. Warte, vielleicht von unten? Aber hier kann ich. Nee. Hä? Warte, war das dann da hinten doch richtig? War das da hinten bei dem See doch richtig? Hä? Da können wir nicht lang. Das haben wir vorhin ausprobiert. Das geht ja nicht. Lass mich mal hier bitte durch. Benutzt mal Steuerkreuz, auch wenn das ein bisschen blöde ist, in diesem Spiel mit Steuerkreuz zu spielen, weil man trotzdem nicht richtig gerade geht. Schön wieder Sprühdose Schutz verschwendet. Also geht's dann doch hier unten weiter? Hä? Wieso bin ich wieder hochgegangen? Hab nichts gedrückt. Das stimmt nicht. Auflockern. Damit ich was sehe. Doch, dann geht's hier doch lang. Ist das überhaupt der See, den ich meine? Ich denke schon, dass es der See ist, den ich gemeint habe, aber. Doch, hier ist richtig. Jetzt erinnere ich mich. Doch. Hier ist richtig. Hier geht es richtig raus zum Schneegebiet, wo wir hinwollen. Beleber. Ich habe übrigens auch ein paar Beleber gekauft. Für den Fall. Aber hier kriege ich ja noch eins geschenkt. Das ist schön. Ja, komm. Wenn ich jetzt so viel Schutz gekauft habe, obwohl hier schon das Ende ist. Ich meine, hier wäre das Ende.
Dann gucken wir uns noch mal ein bisschen um. Hier sind nämlich überall noch Items verstreut, die können wir uns mal eben schnappen. Hier zum Beispiel eine Top-Genesung, sehr gutes Item. Eines der besten Items im Spiel, wenn ich das mal so erwähnen darf. Hier waren wir schon. Das Item dort können wir noch schnell grabben. Das ist ein bisschen alles nervig, alles so, alles, aber egal. Gibt Schlimmeres, gibt Nervigeres. Na gut, Pudersand. Ich meine, es versteckt irgendwie Bodenattacken, bin mir jetzt auch nicht hundertprozentig sicher. So, einen Schutz können wir noch benutzen, aber dann sollten wir jetzt rausgehen. Hier oben ist der Ausgang, habe ich recht? So halb. Also hier geht's Treppe nach oben. Ah doch, doch, ich habe mich richtig erinnert. Oh ja, ich habe mich perfekt richtig erinnert. Wir sind auf Route 216. Und die Musik. Hier wird es eisekalt, meine Freunde. Da oben sind Skifahrer. Und... Also, hier geht einiges ab, Leute. Und irgendwie habe ich hier viel mehr dieses Schneegefühl als auf dem DS. Ich glaube, das hilft einfach, dass hier diese Gräser und dieser Effekt... Also die Gräser sehen so richtig nach Eis und so verschneit aus. Und dieser Schneeeffekt, der wirkt auch sehr, sehr gut hier mit dieser Musik. Ich weiß nicht, das allgemein die Atmosphäre ist einfach viel besser. Ich bin ein Ass und ich kann sehen, dass du auch ein Ass bist. Das kann man anders aussprechen, aber egal. Spielt... Oh, Ambidiffel! Ambidiffel, ein sehr tolles Pokémon. Ich weiß nicht, ob wir es schon gesehen haben. Aber Fakt ist, eins der schönsten Pokémon, die es gibt. Sogar Platz 1. Also, da kann man nicht widersprechen. Sorry, den muss ich jedes Mal erwähnen, wenn ich das Pokémon sehe. Ist ein Insider, muss man nicht verstehen. Aber ja, Ambidiffel habe ich wahrscheinlich schon mal erwähnt, aber ist eins meiner Lieblings-Pokémon. Ich mag es. Sieht aus wie ein Teletubby, der kleine Affe. Und das finde ich lustig. Kadabra, der kann schön hier bleiben bei meinem Schnurrgast. Ich meine, ich höre so ein leichtes Schneehauchen oder bin ich gerade einfach komplett zu sehr in diesem Eisfeeling drin. Ich meine, ich höre so ganz leicht so ein Schneehauchen im Hintergrund. Genau wie ich es mir dachte. Ja, ist echt kalt hier. Du kannst wahrgeben, nichts Besonderes zu sein, aber deine Augen sagen etwas anderes. Echt? Verraten die mich wirklich so sehr? Brauchen keinen Schutz mehr. Gibt es noch oben ein paar Passagen? Wie dieser Trainer oder diese Trainerin. Sie möchte auch noch kämpfen. Ich bin voll ausgerüstet und jederzeit kampfbereit. Ja, das war so der 0 auf 15 Standardspruch von jedem Trainer. Adriane. Schlappohr. Also entweder Schlappohr ist es hier richtig, richtig kalt. Oder sie ist es sehr, sehr warm. Eins von beiden. Ich weiß wirklich nicht, was von beiden es ist. Weil sie hat ja so überall richtig viel Fell. Aber sie wirkt trotzdem so, als wäre ihr voll kalt. Ich weiß auch nicht. Oder ihr ist es eine E oder ein I? Oder ein Ems. Keine Ahnung. Was bist du? Weiblich, gut. Die meisten Schlappohr sind weiblich, aber es gibt auch männlich. Dann sollte man sich nicht tricksen lassen. Bam! Wolltest du gerade über das Haar streichen? Ich hab's gesehen. Keine Chance hier. Außerdem, mein Schnurrgast ist auch weiblich. Das wird nichts bringen. Wie jetzt? Ja, genauso ein weiterer 0 auf 15 Trainerspruch. Vielleicht sollte ich in etwas bequemerer Kleidung antreten. Sieht schon ziemlich bequem aus, keine Ahnung. Was gibt es hier? Den Eisheiler. Werden wir bestimmt gebrauchen können. Oh, man sieht hier. Hier ist der Boden ein bisschen tiefer. Wir sinken mit den Füßen rein. Deshalb sind wir langsamer. Das ist auf jeden Fall wichtig zu merken. Denn hier gibt es viele Passagen, die viel tiefen Schnee haben.
Und mehr davon sehen wir dann in der nächsten Folge von Pokémon Leuchtende Perle.